Ja, wie zum Geier soll ich nach so einem kitschigen und bombastischen Auftritt noch einen passenden Introtext hinkriegen? Komm, ich lasse es einfach. Man kann schlecht über den Urvater bzw. die Urmutter, Amiga ist ja weiblich, berichten, ohne wenigstens ein bisschen in die Geschichte geschaut zu haben. Wer sich für die ausführlichere und detailreichere Geschichtslektüre interessiert, dem seien diese Bücher hier ans Herz gelegt. Ich möchte mich mehr auf die Technik konzentrieren und daher gibt's jetzt einen kurzen geschichtlichen Abriss, um halbwegs unfallfrei in die Story hineinzukommen. Jay Miner. Dieser Name steht für den Amiga genauso wie Carl Benz und Gottlieb Daimler für das Automobil stehen. Miner gilt als der Vater des Amigas und arbeitete in den 70er Jahren ausgerechnet für Atari. Ja, richtig gehört, doch damit nicht genug. Aus seiner Feder stammten auch noch die Chips des legendären Atari VCS sowie der 400er und 800er Computerserie. Bereits in dieser Zeit hegte er den Wunsch, einen vollwertigen 16-Bit-Computer zu entwerfen. Anfang der 80er, wohl so um 1982 herum, Miner arbeitete mittlerweile nicht mehr für Atari, traf dieser auf Larry Kaplan, einen alten Kollegen, der gerade eine neue Firma namens HiToro gegründet hatte. Zusammen mit Dave Morse, einem erfahrenen Manager als Präsident der neuen Firma, wollten sie sich an ihr 16-Bit-Projekt wagen. Bereits hier war klar, Herzstück sollte der 68.000er Prozessor von Motorola sein. Strammer Gegenwind kam aus dem Lager der Investoren. Sie wollten eine Spielekonsole, keinen vollwertigen Computer. Der Firmenname HiToro war unglücklich gewählt, erinnerte er doch zu sehr an den Hersteller von Rasenmähern. Es musste ein anderer Name her, etwas freundlicheres, etwas, was möglichst vor Apple und Atari im Telefonverzeichnis auftaucht. Es setzte sich, wie wir heute bestens wissen, das spanische Wort für Freundin durch, Amiga. In dieser Zeit stieß auch der Schöpfer des Amiga-Betriebssystems hinzu, Carl Sassenrath. Der Mann möge mir verzeihen, wenn ich seinen Namen falsch ausspreche. Ihm haben wir das präemptive Multitasking zu verdanken. An den speziellen Custom-Chips, welche den Amiga so einzigartig machen, arbeiteten Ron Nicholson, David Dean, Dave Needle, Glenn Keller und natürlich Jay Miner. Später wird R.J. Michael die Workbench basierend auf seiner Plattform namens Intuition entwickeln und Tim King das Command Line Interface, kurz CLI oder die Shell. Die Firma Amiga Incorporated hielt sich in dieser Zeit übrigens mit der Produktion von Joysticks über Wasser und nach außen hin bedeckt. Man wollte ja schließlich nicht ausspioniert werden. Diese vorgehaltene Produktion brachte sogar eine Marktneuheit heraus, das Joyboard. Eine Art Balance-Plattform zum Draufstellen oder Setzen. Eigentlich war es für beispielsweise Skisimulatoren entworfen worden. Der Erzählung nach soll dieses Board der Entspannung der Amiga-Mitarbeiter gedient haben. Sie setzten sich darauf wie ein indischer Guru und versuchten das Gleichgewicht zu halten. Woher wohl höchstwahrscheinlich die berühmte Guru-Meditation-Fehlermeldung stammt. Als 1983 der Markt für Spielekonsolen weltweit kollabierte, lachte sich Jay Miner ins Fäustchen. Nun hatte er alle Trümpfe in der Hand. Aus der zunächst von den Investoren geforderte Spielekonsole konnte nun ein echter Computer werden. Der erste funktionierende Amiga hieß nicht Amiga, sondern hatte einen schönen Namen, Lorraine. Lorraine sah allerdings überhaupt nicht schön aus. War es doch ein recht wackeliges Konstrukt, ein erster Versuchsaufbau, um schließlich 1984 auf der Consumer Electronics Show zu zeigen, was es konnte und um dadurch natürlich Geldgeber anzulocken. Auf Lorraine lief das bis heute legendäre Boing Ball Demo-Programm und faszinierte die Besucher. Amiga Incorporated war zu dieser Zeit nur ein ganz kleines Licht unter den großen Herstellern und verdammt klamm in der Kasse. Auf die Schnelle fand sich kein Investor, sodass man sich ausgerechnet bei Atari eine halbe Million US-Dollar leihen musste. Und hier wird's wieder kurios. Jack Dramiel,
Gründer des Unternehmens Commodore, flog in dieser Zeit aus seiner eigenen Firma heraus und kaufte ausgerechnet Erzfeind Atari auf. Als dessen Chef lieh er gönnerhaft Amiga die 500.000 und rechnete fest damit, dass Amiga das Geld nicht zurückzahlen konnte. Somit würde ihm das kleine Unternehmen quasi für nichts in die Hände fallen und damit die komplette Technik. Und tatsächlich war es mehr als nur kurz vor knapp. Um ein Haar und wir hätten heute einen Atari Amiga. Auf den sprichwörtlich letzten Drücker griff Commodore zu und Amiga entkam den Fängen Jack Dramiels. Dieses Hin und Her führte aber dazu, dass Atari das Rennen um den ersten 16-Bit-Heimcomputer gewann und den Atari ST vor dem Amiga auf den Markt bringen konnte. 23. Juli 1985, Lincoln Center, New York. Der Commodore Amiga wird in einem groß angelegten Spektakel dem begeisterten Publikum vorgestellt. Es ist vollbracht. Schauen wir uns diese Wundermaschine zunächst einmal von außen an. Aus heutiger Sicht könnte man zwar bemängeln, dass das Design weder Fisch noch Fleisch sei, aber damals hatte es durchaus seine Vorzüge. Verwandtschaften innerhalb der Commodore-Familie waren nicht ausgeschlossen und so verwundert es kaum, dass der Amiga dem C128 recht ähnlich sieht. Das besondere Merkmal an der Front ist die unter der Zentraleinheit verstaubare Tastatur. Für heutige Verhältnisse wäre dies eher ein Bug als ein Feature, denn an unseren heutigen Computerarbeitsplätzen lassen wir die Tastatur ja nie verschwinden. Damals kam es aber tatsächlich gelegentlich vor, dass man den Schreibtisch auch zum Schreiben verwendet hat. Und da war es sehr bequem, wenn man die Tastatur einfach nach vorne wegschieben konnte. Die Tastatur selbst entspricht nicht ganz unserem heute gewohnten Standard. Zwar gibt es die Amiga-Tastaturen durchaus mit deutschem Layout, aber beispielsweise die Anordnung der Cursor-Tasten ist ein wenig eigenwillig. Dies hier war damals auch gängige Praxis. Um Kosten zu sparen, wurden für die Regionalisierung der Tastaturen diese Aufkleber verwendet. Wohlgemerkt jedoch, dies war nicht bei allen Amiga-Tastaturen der Fall. Es gab auch waschechte, eingedeutschte Tastaturen, ganz ohne diese behelfsmäßig wirkenden Sticker. Sonst gibt es an der Front nichts Spannendes. Wir finden hier das Amiga-übliche 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk für die beim Amiga normalen 880 Kilobyte fassenden Double-Density-Disketten. Hier noch eine LED für den Aktivitätsstatus des Diskettenlaufwerks und hier eine weitere LED als Poweranzeige des gesamten Systems. Was sich hinter dieser mittleren Abdeckung hier verbirgt, sehen wir später, wenn wir das Gehäuse öffnen. Drehen wir den Amiga mal zur Seite, so erblicken wir keine erschreckenden Neuigkeiten. Es gibt wie bei beinahe jedem anderen Amiga auch zwei neunpolige D-Sub-Anschlüsse für Maus, Joystick, Lichtgriffel bzw. andere Eingabegeräte, die die Arbeit mit dem Amiga erleichtern. Die Original-Amiga-Maus erkennt man übrigens am 90 Grad gewinkelten Stecker. Warum diese Abwinklung Sinn macht, sehen wir dann später noch. Hinter dieser Abdeckung verbirgt sich im Prinzip der gleiche 86-polige DMA-fähige Erweiterungsport, den es später auch am Amiga 500 und 500 Plus geben wird. Auf der anderen Seite gibt es, außer dem Hauptschalter, welcher immerhin vorne, also in Reichweite des Bedieners liegt, nichts Spannendes zu sehen. Aber auf der Rückseite gibt's allerdings einiges zu entdecken. Zunächst fällt dieser schwarze Anschluss hier ins Auge. Und nein, es ist kein Modem im Amiga drin, auch wenn man das anhand der Bauform des Anschlusses vermuten könnte. Nein, wir haben es hier mit dem Anschluss der Tastatur zu tun. Diese eigenwillige Ausführung ist ein Alleinstellungsmerkmal des ersten Amiga. So etwas finden wir an keinem anderen Mitglied der Amiga-Familie. Mit dem Stecker sollte man stets achtsam umgehen, denn genauso wie bei den gleich gearteten Telefonsteckern sind diese Kunststoffwippen hier ziemlich lätschert. Daneben finden wir den 25-poligen Parallelenanschluss, an den in den meisten Fällen wohl ein Drucker angeschlossen wurde.
Allerdings ist der Port nicht 100% kompatibel zu den parallelen Ports an PCs. Auch ist das Geschlecht des Steckers andersherum, eine Besonderheit, die wir nur am Amiga 1000 vorfinden. Etwas weiter treffen wir den ebenfalls von anderen Amigas bekannten 25-poligen Disk Drive Port. Wie bei den später erscheinenden Amigas kann auch der Urvater dieser Familie drei Diskettenlaufwerke benutzen. Bei dieser Maschine macht es durchaus Sinn, denn der Amiga kam damals ohne jeglichen Massenspeicher wie etwa eine Festplatte daher. Jo, der serielle Port. Amiga-typisch ebenfalls in 25-poliger Ausführung, doch halt! Hier gibt es auch die Geschlechtsverkehrung wie beim parallelen Port. Nur beim Amiga 1000 ist der serielle Port weiblich ausgelegt. Bei allen anderen Modellen sieht man hier eine Stiftleiste, hat es also mit einem männlichen Anschluss zu tun. Sollte man wissen, bevor man hilflos mit seinem nicht passenden Modem oder Nullmodemkabel davor steht. Auch hier gibt es ein paar Unkonformitäten, was die Belegung angeht, wenn man als Vergleich einen PC heranzieht. Hier kommt der Sound raus. Nichts Spektakuläres. Stereo-Sound ist klar. Chinch-Buchsen, ganz normal. Als nächstes kommt der Amiga-typische 23-polige D-Sub-Anschluss für den 15 kHz RGB-Monitor. Na und jetzt kommt endlich mal etwas Spezielles, was man so nur an unserem Amiga-Opa, wobei eigentlich ist es ja eher eine Oma, findet. Eine DIN-Buchse mit der Beschriftung TV-Mod. Im Gegensatz zu den Amiga-Modellen 500, 500 Plus, 600 und 1200 hat der Amiga 1000 keinen internen RF-Modulator zum Anschluss eines normalen Fernsehgeräts oder Videorekorders. Nein, hierfür war extra diese DIN-Buchse vorgesehen. Man muss hier aber nicht zwangsweise einen RF-Modulator anklemmen. An der Buchse liegt ein farbiges Composite-Signal an und auch die beiden Soundkanäle kann man hier abgreifen. Zu guter Letzt haben wir die klassische gelbe Cinch-Buchse, welche uns ein Farbkomposit-Signal liefert. Und darunter ein Standard-Kaltgeräte-Netzanschluss. Ach so, diesen VGA-Anschluss hier, den denken wir uns einfach mal weg. Der war nicht Standard und ist erst von mir 2013 nachgerüstet worden. Doch dazu später mehr. Das Gehäuse ist komplett aus Kunststoff gefertigt, welcher nicht unbedingt den hochwertigsten Eindruck macht. Dennoch ist das Gehäuse so verstärkt, dass man problemlos einen schweren Röhrenmonitor, wie etwa diesen hier, obendrauf setzen kann. Um den Rechner in Betrieb zu nehmen, brauchen wir einen Monitor oder ein TV-Gerät mit AV- oder RGB-SCART-Eingang. Je nachdem, was man einsetzen möchte, reicht entweder ein einfaches AV-Kabel oder man braucht, um das beste Bild aus dem Amiga herauszuholen, ein 23-poliges Amiga-RGB auf SCART-Kabel. Selbstredend brauchen wir noch die Tastatur und eine Maus. Ich schließe hier auch gleich noch ein weiteres Diskettenlaufwerk mit an, damit ich später nicht so viel mit Disketten herumhantieren muss. Dann nur noch das Stromkabel dran und es kann losgehen. Gehört? Dieses Gedudel gehört auch zum Repertoire namens Amiga 1000 Only. Dieses Startup-Jingle bekommt ihr nur vom allerersten Amiga geboten, sonst von keinem. Genau hingucken, hier steht nicht Workbench auf der dargestellten Diskette. Wenn wir hier nun eine Workbench-Diskette oder irgendeine andere Diskette einlegen, passiert genau das. Nix. Denn nach dem Einschalten erwartet der Amiga immer zunächst eine Diskette mit einem Betriebssystem darauf. Deswegen steht hier auch Kickstart und nicht Workbench. Ja, das ist eine weitere Eigenart des Ur-Amiga. Er hat, im Vergleich zu seinen vielen Nachfahren, sein Kickstart nicht in einem ROM-Chip gespeichert, sondern es muss von Diskette geladen werden. Hier ist im wahrsten Sinne des Wortes der Wurm drin. Worm. Write Once, Read Many ist ein spezieller 256 Kilobyte großer Speicher, der nur nach dem Einschalten beschrieben werden kann und danach nur noch gelesen werden kann, wie ein ROM eben. Nur im Amiga 3000 gab es anfangs noch etwas Vergleichbares. Manche Quellen sprechen in diesem Zusammenhang auch von WOM, WCS, Bootstrap oder gar
Kickstart RAM. Naja, irgendeinen Namen braucht das Kind ja. Also rein mit der Kickstart-Diskette und nach einer kurzen Ladezeit, na, relativ kurz, bekommen wir nun endlich die Amiga-übliche Workbench-Hand angezeigt. Jetzt können wir eine Workbench-Diskette einlegen oder eine andere bootbare Diskette. Das Kickstart, welches ich hier geladen habe, ist die Version 1.1 und ist damit eine der frühesten Versionen. Älter sind nur noch die Versionen 07 und 09 von 1985. Die 0.7 ist nicht mal für eine grafische Benutzeroberfläche vorgesehen, weswegen sie wohl nie wirklich Verbreitung fand. Ab der Version 1.0, welche noch übelst fehlerbehaftet war, der berühmte Guru kam da oft zu Besuch, ab dann existierte die gewohnte mausbedienbare Workbench. Die Version 1.1 war übrigens die erste, welche für die Fernsehnorm PAL, also mitunter für Deutschland, tauglich gemacht wurde. Alle Versionen zuvor hatten nur NTSC. Und bitteschön! Die klassische, in Blau gehaltene Workbench begrüßt uns heute noch genauso, wie sie es Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auch getan hat. Die Farben Blau, Weiß, Schwarz und Orange waren übrigens nicht zufällig gewählt worden. Sie brachten auf dem damals schlechtesten NTSC-Fernsehgerät noch immer den bestmöglichen Kontrast. Ja, an sowas muss man erst mal denken. Halten wir uns aber gar nicht lange mit Sightseeing auf und befragen direkt mal Sysinfo, wie viel Druck der Ur-Amiga auf dem Kessel hat. Blöd zum Tippen. Tja, what can I say? Nix kannst du sagen. Es ist nun mal die Grundkonfiguration, die Basis, das Alpha, der Beginn des Amiga-Stammbaumes. Ehrliche 7 MHz und ein halbes Megabyte RAM eingebunden als Chip-RAM. Damals immerhin eine satte Leistung. Wobei, stimmt hier nicht ganz. So wie es beim Amiga 500 obligatorisch ist, eine 512 KB Speichererweiterung im Trapdoor-Slot zu haben, so ist es auch beim Amiga 1000 gang und gäbe, im frontseitigen Erweiterungsslot ein Viertel Megabyte an Chip-RAM unterzubringen. Denn nur hierfür und für nichts anderes ist dieser Slot gedacht. Das ist auch verdammt gut so, denn mit den niedlichen 256 KB Onboard-RAM hat man nicht lange Spaß. Mit dieser technischen Basis und dem präemptiven Multitask-fähigen Amiga OS sind es diese Programmbeispiele, welche damals die Zuschauer von den Socken gerissen haben. Augenscheinlich gleichzeitig ausgeführte unterschiedliche Programme. So stand der Amiga oftmals hinter Schaufensterglas und lockte seine künftigen Besitzer. Der Juggler. Ein grafisches Highlight, welches seinesgleichen suchte. Und natürlich der legendäre Boing Ball. Fein, 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 sehr fein. Sehr, sehr fein. Aber lassen wir nun mal die Software Software sein und lupfen den Kunststoffdeckel an. Dazu drehen wir den Amiga herum, legen ihn auf seine Oberseite. Die Schrauben müssen raus. Dann wieder umdrehen und jetzt wird's lästig. Der Plastedeckel ist links und rechts mit jeweils zwei Kunststofflaschen eingeklipst. Ich habe kein Patent bis jetzt gefunden, wie man die Dinger ohne Werkzeug immer sofort aufbekommt. Mit etwas Drücken und Ziehen geht's irgendwann, aber bitte immer mit Gefühl. Es ist lummeriges Plastik, ein Knacks zu viel und die Dinger fliegen ab. Bevor wir uns die Innereien dieser Wundermaschine genauer anschauen, werfen wir einen Blick unter den Deckel. Denn so etwas bekommt man auch nicht alle Tage zu sehen. Die Schöpfer des Amiga haben sich hier nämlich allesamt mit ihren Unterschriften verewiglicht.
Allen voran natürlich Jay Meine. Und hier der Pfotenabdruck seines Hundes Michi, welcher der Sage nach praktisch die Qualitätskontrolle von Meiners Arbeit war. Wenn Meiner einen Entwurf fertig hatte, zeigte er diesen seinem Hund. Knurrte er, so verwarf Meiner den Entwurf und fing erneut an. Wedelte Michi jedoch mit dem Schwanz und freute sich, so war der Entwurf abgenommen und wurde eingesetzt. Na, umso weniger kann man verstehen, warum Amiga 1994 sprichwörtlich vor die Hunde gehen konnte. Tja. So, und hier haben wir nun das Drama in voller Ausfertigung. Eine Platine, ein Sack voller Chips. Ja, ganz offenbar ist es doch nur ein Computer. Und dieses Flachbandkabel hier denken wir uns mal wieder weg. Da haben wir das Diskettenlaufwerk, nicht sonderlich aufregend. Hier steckt das Netzteil drin. Wir haben es hier mit einem PAL-Modell zu tun. Relativ einfach zu erkennen an dem Detail, dass es nur eine einzige Platine gibt. In früheren NTSC-Versionen steckt der besondere Kickstart-Speicher in einer Tochterplatine, welche über der Hauptplatine angeordnet ist. Es gab aber auch ganz frühe PAL-Versionen, die genauso aufgebaut waren. Hier drüben finden wir den Hauptdarsteller, den Motorola 68000 Prozessor. Dieser werkelte ebenfalls in der Konkurrenz von Atari ST und dem Apple Macintosh. Doch was diese beiden nicht hatten, war das Trio Infernale, die magischen Custom Chips, Agnes, Denise und Paula. Agnes, im A1000 noch sehr unscheinbar daherkommend, hatte als 8361 NTSC bzw. 8367 PAL gerade mal die Möglichkeit, maximal 512 KB RAM zu adressieren. Eine weitere Aufrüstung des Chip-RAMs konnte man nur durch massiven Einsatz von zusätzlicher Hardware diverser Dritthersteller erreichen. Heutzutage sind diese Dinger praktisch nicht mehr zu bekommen und werden in Gold aufgewogen. Prominente Vertreter, der allerdings nur bei Amiga 1000 mit Tochterplatinen einsetzbar ist, von Expert Services, der Rejuvenator, zu Deutsch Kraftspende. Das Ding ist purer Porno. Kann auch noch viel mehr als nur den Arbeitsspeicher erweitern, aber schaut euch das Ding selbst an in der Amiga Resource CX. Ich muss hier aufhören, sonst fange ich an zu sabbern. Tja, guckado. Paula, da ist sie, die Paula, die Disketten anschiebende und musikdudelnde Paula. Gut drauf, wie immer. Ob sie es im ersten Amiga schon geahnt hat, dass sie ohne jedwede Modifikation bis zum letzten Amiga, dem 4000er, durchhalten wird? Versucht mal aus einem 1985er PC auch nur einen einzigen Chip in einem 1994er PC einzubauen. Es wird nicht hinhauen. Bei Amigas Paula ist das jedoch drin. Wenn auch nicht ganz ohne Galgenhumor. Und hier ist Denise, die Grafikerin, und mit ihr ein Mysterium, welches ich erst bei den Recherchen zu dieser Folge entdeckt habe. Bislang war ich der Meinung, dass ich mit AGA, ECS und OCS alle Chipsätze der klassischen Amigas kennen würde. Doch es gibt noch einen Chipsatz. In den allerersten verkauften NTSC Amigas kam Denise in der Version 8362R5 zum Einsatz. Aber erst ab R6 spricht man vom OCS, vom Original Chipset. Denise R5 kann keinen Extra Half-Bright Modus. Sie kann also nur maximal 32 Farben gleichzeitig darstellen, die zusätzlichen 32 Farben. Welche im Prinzip die gleichen sind wie die ersten 32 Farben, nur mit halber Helligkeit, daher Half-Bright, also halbe Helligkeit. Diese Farben sind dieser extrem frühen Denise verwehrt. Der Chipsatz, der eine R5 Denise beheimatet, heißt ICS, Initial Chipset. Der heilige Gral, der Spear of Destiny, und ein solcher ICS Amiga stehen wohl in etwa auf der gleichen Stufe, was ihre Begehrlichkeit angeht. Sehr hübsch anzuschauen sind die Keramikchips mit ihren Goldbeinchen. So findet man die Dinger nur im Amiga 1000. Wirklich schmucke Käferchen. Die folgenden Amiga-Modelle werden ihre Chips in schnödem schwarzen Plastik beherbergen. Stilbruch, aber billig. Jetzt guckt doch mal einer auf die Uhr.
Schon wieder ist eine Folge voll und es wäre noch so viel zu sagen zum Amiga. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich mich um die Bezeichnung Amiga 1000 ein paar Mal herumgedrückt habe. Das hat einen einfachen Hintergrund. Der erste Amiga hieß schlichtweg anfangs nur Amiga. Erst als sicher war, dass die Amiga-Serie fortgesetzt wurde, also erst dann, als der 2000er spruchreif wurde, wurde das ursprüngliche Modell nachträglich in Amiga 1000 umbenannt. Ob ich gleich in der nächsten Folge mit dem A1K weitermachen werde, weiß ich noch nicht mit letzter Sicherheit. Sicher ist jedoch, dass wir uns noch einiges an Zusatzhardware anschauen können. Insbesondere der Expansion Port ist hier interessant. Da kann man so tolle Dinge anklemmen, wie beispielsweise das A1060 Sidecar. Was genau das ist und was man mit dem A1000 noch so alles anstellen kann, erfahrt ihr also leider jetzt hier nicht mehr. Ganz Ungeduldige finden das in den bekannten Foren heraus und die, die wissen, dass Geduld eine Tugend ist, die geben mir noch etwas Zeit, die nächste Amiga 1000 Folge fertigzustellen. Bis dahin dann, Adele, ciao und bye bye, euer Mick. Mit Kick 1.3 geht's.